So, und jetzt sind wir wieder zu Borderlands. In den Willkommen vielen zurück. Mod-Maps. Einer der vielen. Wir hängen gerade immer noch in Map 14 rum und laufen jetzt ein Stück zurück. Und nehmen den Revolver dabei auf. Genau, hier ist es. Okay. Hä? Was? Feuerlöscher? Okay. Wie? Ja, Bei mir das ist da. der gar nicht da. Bei mir ist er nicht. Hier Das müsstest du da. den anklicken und E drücken. Ja, das da konnte ich anklicken! Hier ist nichts. Der Feuerlöscher, der am Boden liegt! Oder ist das, Ja, was ich auch weiß, immer wie das es ausschaut. ist? Ich habe ein Video gesehen, Mann, aber es ist nicht da. Sind bei diesen Wenn du ins Props Wasser gar springst, nicht kommt da, der oder was? zweite Punkt. Lol. Jetzt den Weg verloren, oder? Weiter habe ich noch nicht geguckt. Ich muss noch nicht alles spoilern. Du weißt, dass du in normaler Geschwindigkeit hüpfen kannst. Vorwärts hüpfen ist also schneller als gehen. Kommt mir irgendwie nicht so vor. Wirklich nicht? Kann ich hier wieder raus? Ich verstehe auch nicht, was der Sinn dahinter ist, weil diesen Bereich hier haben wir doch schon alles gekillt. Oh, bis auf das Geschütz, das ich jetzt gekillt habe. Vorher noch nicht dort gespawnt ist. Okay, was sollen wir jetzt hier machen? Weiß ich nicht, ich kann hier Irgendeine die Kiste öffnen. Sabotage laut dem, was da steht. Na dann, sabotier. Ja, ich weiß noch nicht was. Genau, auf dem Map-Marker ist irgendwie nix. Außer vielleicht das Lagerfeuer, aber das kann ich anklicken. Und die Mastkrüge kann ich auch nicht anklicken. Setzt euch ans Lagerfeuer, singt das Lagerfeuerlied. Warte, warte, ich kann dir nicht zuhören, wenn du jetzt redest. Sei kurz leise. Du musst ihm doch nicht zuhören. Schau, was er macht. Da ist so ein Käfig mit Moxie drin, den dieses wollen wir öffnen und retten. Wo? Wenn du vom Wasser ein Stück nach innen gehst und dann nach rechts zum Felsen. Ich war auf diesem Käfig vorhin, nur allerdings für mich ist der leer, da ist niemand drin gewesen. Wo? So, Part 3, Finale. Dann hat er es doch noch herausgefunden. Nicht so viel. Los, Spiel. Lol, der ist aber selber direkt vor Eingang. Oh, in Was? Part 3 buggt er sich nur auf die Gebäudedächer in der Stadt und zeigt halt so ein paar Stellen, wo man sonst nicht hinkommt. Was genau muss ich mit Moxie machen bei dieser Käfig? Dennis, der... Das war eine Frage. Weiter geht's nicht. Wir haben die Quest komplett erledigt, soweit es geht. Ne, was soll ich mit ihr machen? Na, gerettet werden muss sie. Ja. Nein, Dennis, es geht nicht weiter, hast du nicht zugehört? Willst du jetzt sagen, ich kann den Questpunkt nicht erfüllen? Ja, wir sind jetzt am Ende. Warum genau sagst du das dann nicht vorher? Sagst du, dass ich zu dir laufen soll? Weil ich jetzt gerade erst Part 3 angeschaut habe, durchgeskippt habe. Ja. Und dann habe ich dir gesagt, in Part 3 schaut er sich nur die Hat Map er am an, aber Ende hier. vom vorherigen Part vor dir aufgehört, oder wie? Ja. Nachdem er auch nicht kapiert hat, was er tun sollte. Und dann war Ende, dann habe ich gesagt, ja, Part 3 wird schon noch weitergehen. Also habe ich dir erstmal noch nichts gesagt, ist ja wohl klar. Und dann hat er in Part 3 aber nur noch ein paar Kletterpartien in der Stadt gemacht, seinen Gebäuderändern entlang und hat dann einen Haufen Waffenkisten gefunden und geöffnet. Aber die Quest wird nicht weiter gemacht, als wir sie bisher schon hier sehen.
Ende gut, alles gut. Schade. Ich habe mir hier auch mehr erwartet. Ich habe zwei Lancer-Waffenkisten gefunden. Gut. Mich weil ich einfach hinter Moxie hochgejumpt bin. Und da ist irgendwie nur Scheiße drin. Man braucht viel Glück, dass in so einer Waffenkiste was Gutes drin ist. Aber das ist doch nur eine Lancer-Waffenkiste. Na und? Soll ich dir mal was zeigen? Könnte man ja vorziehen. Nee, eigentlich. Ach. Ist relativ egal. Was? Ich drücke jetzt diesen Knopf. Hä? Funktioniert der wie? Nee, sag mir nicht, wir können hier nicht raus. Ah, doch, können wir. Gott sei Dank. Oh, da ist noch eine. Sag mir, wenn du fertig bist. Um, um, um. Okay. Wenn du dich für Kisten interessierst, kann ich dir gerne was zeigen. Nein! Wir machen die in der Reihenfolge. Gut. Dann kommt jetzt 15. Außer, ja, außer wir hören auf. Das weiß ich nicht. Ja, mitten im Part oder wie? Na, deine Schuld. Nicht meine Schuld! Das kann ich dafür! Woher weiß ich denn, wie lang das ist? Kannst du mir das erklären? Wo soll ich denn das wissen? 15 ist Boss Junction. Ich schätze mal, da gibt's ein paar Bosse. Ach echt? Klick halt mal drauf. Muss ich jetzt alles für dich klicken? Na gut. Weiß aber schon die nächste Nummer, oder? Hm? Weiß aber schon die nächste Nummer, oder? Die habe ich gerade angeklickt. Ja, hätte mir auch gereicht. Ich habe gerade 15 angeklickt. Ja, wir waren gerade in 14. Glaubst du, ich zähle die Nummern mit? Das tue ich nämlich nicht. Wieso fragst du mich, ob ich weiß, welche Nummer als nächstes kommt, wenn ich genau die gerade angeklickt habe? WTF. Und das ist die, in der wir schon mal zufällig waren. Ah. Oh. Oh, ach so. Genau die. Habe ich voll vergessen. 16 ist Brain Dead. Da gibt es auch ein LP dazu. Was? Ein Gehirntod? Hä? Hier ist ein Waffenladen, den ich nicht sehe. Auch gut. 22 Minuten. Na gut, das ist relativ schnell erledigt. Der ist hinter der Wand, lol. Okay, wenn du meinst. Oh, wow, also schon mehr so getötet. Okay, sehr viele Höhlen sehe ich da. Hi. Hallo, da bist du ja. Schau mal, sind diese Quests eigentlich für immer jetzt offen? 412, ja, wieso? Naja, dann ist das so. Ich meine, du kannst für Willow Tree im Safe Game auch die Quests editieren. Ich glaube, du kannst sie dann auch als erledigt markieren lassen. Warte mal, was? Wir haben die letzte in der Reihe? Lol. Wir waren gerade 15. Ja, wir haben 15 gemacht. Wundert mich, dass wir schon die Reihe fertig haben. Die beiden, dass wir jetzt schon im nächsten Layer sind. Brain dead. Brain dead. Aber jetzt sind wir hirntot. Nee, das ist einfach nur ein Haufen Zombie-Gegner-DLC. Ach so. Das noch mehr Zombies. Oh, hallihallo. Warte mal, kann man da hochgehen? Nein, da kamen wir quasi her. Okay, dann gehen wir hier lang. Hier fangen wir also an. Okay, oh, das sind wieder diese Läden.
Links oder rechts? Jeder nimmt eine Richtung. Okay. Bei mir ist ein Zaun. Bei mir sind Zombies. Ich kann diesen Frankenpanzer nicht zerstören. Ich hab Midget-Zombies. Oh, er hat kein Fass mehr. Okay, ich kann ihn vielleicht doch töten. Der mag kein Feuer. Er hat ein neues Fass. Bringt mir das überhaupt was, den zu töten? Das ist hier die Frage. Ich habe hier ein paar Suicide-Zombies und Psycho-Zombies und Fass-Zombies. Aber... nö, hier hinten ist nichts. Hä? Warte, doch, benutzen. Da steht gerade... Irgendwo stand da gerade benutzen. WTF. Geh auf. Okay, ich habe jetzt irgendwie irgendwas benutzt, aber es hat sich hier nichts getan. Frag mich also nicht, was zur Hölle das jetzt bedeutet. Torso. Ach, warte, das sind alles die englischen Namen. Ist das in eine Sackgasse gelaufen oder was? Ja, wahrscheinlich kommen wir da zurück, wenn wir fertig sind. Sind hier Gegner oder so? Weil ja, Blatt wegen dem Zeug wieso? Ja, aber ich sehe nämlich keinen. Ja, hast du auf deinem Weg etwa Gegner gesehen und hier nicht? Das macht ja keinen Sinn. Ja, auf der anderen Seite ist nur dieser eine Franken-Zombie-Stein-Dingstein. Ah, und hier ist auch ein knallharter Tankenstein. Oh, scheinbar ist davor noch ein anderer Gegner. Ein paar Torsos. Wow. Ach, fuck. Oh, eine andere Waffe. Okay, jetzt muss ich erstmal warten, bis das aufhört. Tank Bloodwing weiß ich, wenn dein Gegner ist. Den Beutegauner sehe ich übrigens. Also nur die fetten Gegner irgendwie. Ist hier irgendwo ein kleiner, den ich umbringen könnte? Oh, habe ich scheinbar. Sehr gut. Du bist schon wieder so still, red doch auch mal was. Was denn? So, mach die Kiste auf. Oh, da ist ja noch einer. Töten mit denen. Schmeißt Elektrokugeln. Ist echt kacke, wenn so ein normaler Frankenstein in der Nähe ist. WTF, machst du so viel Damage oder ist das meine Waffe? Weiß ich doch nicht. Ja, wir sind draußen. Die Freiheit ruft. Ah, das sind so kleine Creep. Creep heißen die im Englischen? Okay. Und hier sind diese Vögel, diese Leichenfresser. Da unten ist nur eine Kiste, mehr nicht. Oh, die will ich aber haben. Sorry, die hab ich geöffnet. Ich meine, du kannst den Loot haben. Aber das Ding fürs Öffnen, das hab ich. WTF, ey. Sag mal, ist hier irgendjemand? Oh. Ja, Leichenfresser! What the fuck, wo bin ich denn jetzt gelandet? Keine Ahnung, wo bist du denn lang gelaufen? Ja, da unten! Die Treppe lang und dann den Weg einfach da hinten lang. Und dann in das Schwarze rein. In die schwarze Wand im Endeffekt.
So weit komme ich nicht. Ich hoffe, hier ist ein Gegner, den ich töten kann. Komm schon, da muss doch irgendwo einer gewesen sein. Irgendwas hat mich doch gekillt. Es ist hier niemand. Ne, schade. Ich werde sterben. Ich kann nichts dafür, dass du keine Gegner siehst. Ich weiß nicht, woran das liegt. Schon gut. Und an Frankenbühl bist du einfach vorbeigelaufen, scheinbar. Wie auch immer du das gemacht hast. Ich habe keinen Frankentyp gesehen. Ich habe nur die Vögel gesehen, aber die haben mich nicht interessiert. Okay. Ich laufe jetzt jedenfalls wieder dahin. Hä? Hä? Was? Hier ist eine Sackgasse und eine Waffenkiste. Ich hab doch gesagt, du musst ins Schwarze laufen! Ja, ich bin doch respawned, dann bin ich aber nicht dort respawned, wo ich gedacht habe. Oh ja, da ist der Frankenbill. Dann bin ich sogar hinter dem respawned. Ja, ich laufe gleich ins Schwarze, keine Sorge. Ich sehe die Höhle von Frankenbill. Ich bin jetzt auf der anderen Seite. Was für eine Frankenbill-Höhle? Ich glaube, die hieß doch nicht. Ja, aber das ist seine, wenn er davor steht. Meine Logik. Die sehe ich übrigens. Ich sehe Skeks. Klasse. Also es sind irgendwie nur die Zombies bei dir, Faye. Ja gut, vielleicht, weil sie Englisch sind. Warum auch immer. Hier sind wieder Gegner, die ich nicht sehen kann. Was sind das für welche? Torsos. Das sind Zombies. Englische Zombies. Sind sie am Boden. Die Englischen wollen bei mir wohl nicht. Da sind sehr viele grausame Feuerskeks. Ach, direkt vor dir steht ein Midget-Zombie. Ich hab hier ein Skeg-Problem. Scheiß auf irgendein Mini-Zombie. Auch wieder ein Iridian-Artefakt. Nur eins? Bei denen, die ich gekillt habe, sollten es mehr sein. Also Iridian-Artefakte sind ja normalerweise nicht so common. Ach Mist. Ja, aber jeder von diesen Gegnern kann eins droppen. Und wenn die Gegner hier halt in Massen spawnen, hat man am Ende auch mehr davon. Noch ein schwarzes Loch. Da geht's aber nicht mehr rein, das heißt, wir sind hier fertig. Sidequest-Gebiet erledigt. Ah, kann er hoch, gell? Ja, wäre jetzt komisch gewesen, wenn wir zurücklaufen hätten müssen. Nicht unbedingt erledigt, es könnte ja noch ein paar andere Wege geben. Bin ja noch gar nicht auf die andere Seite gelaufen von der Treppe. Und, hä? Dann gehe ich jetzt links und du gehst rechts. Wo zur Hölle bin ich jetzt gelandet? Jedenfalls hier wieder ein Beutegauner und hier sind diese Iridian-Steine. Haufen Skeks, ein Haufen Zombies. Ich habe mich gerade in die Luft gejagt, wow. Wer rechnet denn damit, dass das sich sprengt? Ging's bei dir abwärts? Ah, okay, ja, ich sehe dich. Schade, mich hätte interessiert, was es da auf der anderen Seite gibt, aber jetzt bin ich bei dir. Ja, ich gehe immer nur die anscheinend nicht rückgehbaren Wege. Wieso Zölle? Na, wieso laden die sich auf? Hast du Elektro benutzt? Ich hab dashen müssen! Tut mir leid! Wenn ich nicht auf den Gauner achte! Wenn hier noch 5 Millionen andere Gegner sind! Dass ich den aber ignoriere! Um den Feuerskeck kümmere ich mich. Au!
Alter. Jetzt sind es nicht mehr so viele, oder? Irgendwie sehe ich dich nicht mehr. Ah, da. Ah, wieso denn? Ja, weil du erst in der Mitte des Raums warst und jetzt bist du hinten gewesen. Ja, ich bin durch einen Raum gelaufen. Echte massive Menge Geld hier. Ja, mir interessiert das Geld. Das wollte ich nicht. Obwohl das nicht unbedingt eine schlechte Pistole ist, so ich wollte die nicht direkt in die Hand nehmen. Wie kommt man jetzt hier durch? Ja, durchlaufen. Dann zeig mir, wie du das machst. Hier durchlaufen. Ja, zeig, los! Wait, zeig mir den Ausgang! Kein Teleporter, was? Da glaubst du, ich war nicht klug genug, um dagegen zu springen. Müssen wir alle Gegner erst töten? Hä? Sieht schräg aus, wenn einfach, wenn du irgendwo hinschießt und dann spawnen da Gegenstände. Habe ich hier Waffen nicht aufgehoben? Ah ja. Oh, da kam wieder so Selbstmörder dazu raus. Na, da der Tankstein. Ah, ich sehe zwei Gegner. Einer noch. Der ist giftimmun. Ich sehe nur Nullen dort, wo ich hinschieße. Da, schau mal, da ist eine Waffenkiste gespawnt. Bei dem Stein. Ich glaube, bei jedem Alienstein ist eine Waffenkiste gespawnt. Und der Ausgang funktioniert jetzt. Ja, lol, das ist ja cool. Aber das ist eine schwächere Waffenkiste. Und das sind nur zwei Aliensteine. Sieht so aus, ja, komm hoch. Ach, noch da ist noch einer. Obwohl, das ist kein Alienstein. Aber trotzdem liegen hier zwei Waffenkisten gleich. What the fuck ist das in der Mitte? Er respawnt uns dort, wo... Oh, hier sind wohl Gegner. Sind wir jetzt wieder, bevor wir runtergesprungen sind? Ja, also fall da jetzt nicht runter, sondern dreh dich um. Okay, dann können wir jetzt den anderen Weg gehen. Verdammte Arsch, sterbt doch einfach. Ich sehe euch nicht mehr. Aber ich sehe die Damage. Und dass ich angesprochen werde. Ja, okay, pass auf, dass du dich hier nicht umbringst. Was, dass ich mich nicht umbringe? Ja, aber erstmal tötest du bitte alle Gegner, die ich nicht sehe.
Verdammt, wo seid ihr? Ich sehe überhaupt nichts mehr. Ich habe gerade nur Matsch im Bildschirm. Wo ist denn hier noch wer? Ich sehe gerade nur mein Feuer, weil ich scheinbar die Felswand neben mir anschieße. Ich glaube, das solltest du selber merken, weil es ist ja wer. Oh fuck! Was ist da? Ein Suicide-Zombie. Achso. Ich frage mich, was da unten ist. Da will ich nicht runterhüpfen. Erstmal kümmerst du dich um die. Hä? Ach so, ich hab's aufgesprengt. Ja, es hat mich umgebracht, deswegen hab ich. Voll. Au. Oh. Ach so. Das hier ist der Map-Ausgang. Da, wo wir uns gerade aufgesprengt haben. Wo landet man, wenn man da runterhüpft? Man stirbt. Ah, oh, dann sind wir echt durch. Weil hier ist der Map-Ausgang. Ja, aber vielleicht gab's noch eine andere Richtung. Richtig, dann laufen wir komplett zurück. Oder generell hat noch irgendwelche kleinen Sackgassen. Was weiß ich, wie die Sackgasse, wo wir da unten waren. Dich noch ein bisschen umschaust, okay. Hä? Und findest du noch Geheimnisse? Warte, du stehst vor mir. Auf Muni. Und dann suchst du weiter Geheimnisse, okay. Hä, wo geht's denn jetzt überhaupt lang? Ja, hier ist der Ausgang. Map Ende. Wenn du zurück willst, musst du irgendwie zurücklaufen. Okay. Ich helfe, das ist ja giftiges Wasser. Komm, lass mich da hoch. Das Beschissene ist, ich kann das Loch, was ich runtergesprungen bin, nicht mehr hochgehen. Wenn ich mir eigentlich da draußen noch mehr umgucken wollte. Nee, ich glaube, ich komme da nicht hoch. Außer mein Charakter macht auf einmal einen Gottsprung. Okay, der war zwar gut, aber der war wohl nicht gut genug. Naja, aber was soll's. Also, wenn du es dann doch nicht mehr schaffst, dann müssen wir nochmal neu in die Map reingehen. Gut, dann gehe ich jetzt zur Oase zurück. Ich wollte mich doch schon mal ganz umgucken. Dann tu das. Und nach diesem Part ist dann Ende, wenn du dich da jetzt umgeguckt hast. Ah, schön, dass das genau da ein. Ach ja. Okay, das ist ja echt eine schnelle Sackgasse.
Ah, hier ist eine Tür, die man öffnen konnte. Die Tür hier drin kann man aber nicht öffnen. Das nächste hat wohl übrigens auch scheinbar was mit Zombies zu tun. Es ist das Labyrinth der lebenden Toten. Oh, vom gleichen Ersteller, wie es ausschaut. In Mapslot 17, wenn wir das dann nächstes Wochenende aufnehmen. Ich habe noch eine Waffenkiste gefunden. Oh, und da ist Frankenbill. Denn ist Mapslot 18 kann ich leider nicht mit dir spielen. Warum nicht? Du does not work in Windows 8.1. Das ist jetzt aber sehr scheiße. Steht da. 19. Warum zur Hölle? Wie können die das denn so programmieren, dass es nicht in Windows 8.1 funktioniert? WTF. Frag mich nicht. Hätte ich nie auf Windows 8 auf Windows 8.1 geupgradet. Ich hatte von Anfang an 8.1. Mein PC kam so, als ich ihn gekauft habe. Hast du noch irgendwas Tolles gefunden? Ja, eine Waffenkiste, habe ich das nicht gesagt. Ja, das... Oh, hier sind noch Gegner. Beziehungsweise, die sind alle respawned. Ich sehe sie nicht, aber ich renne dagegen. Ich verstecke mich dann lieber. Kann man da reingehen? Da ist so eine Abflussröhre, kann man da reingehen? Versuch's. Also das habe ich getan, aber... Und? Aber ich falle immer dran vorbei. Ah, okay. Ich glaube nicht, dass es da geht. Man kann sich nicht so gut in der Luft lenken, wie man es vielleicht gerne können würde. Wenn man sich das vielleicht wünschen würde, dass man es könnte. Ja. Alles klar, ich spreche aber darüber. Ach, ist das schön. Was? Es steht uns ein langes Wochenende vor uns. Hä, wie meinst du mit einem langen Wochenende? Ah! Autsch. Ich weiß nicht, aber ich halte 4 Tage für länger als 2. Ja, das ist so. Was? Nicht. Bei mir qualifiziert das als langes Wochenende. Dachte eigentlich, du stimmst mir dazu. Oh, ich kann mich ja gar nicht rausgehen. Mach mal so. Wann ist es dann für dich ein langes Wochenende? Mehr als 4 Tage kriegt man normalerweise nicht beim verlängerten Wochenende. Ich verlange ein Wochenende. Gib es nicht. Dir ist bewusst, dass morgen Ostern anfängt. Die 2 Schulferien. Und das heißt, wir haben nächste Woche Karfreitag und die Woche danach Ostermontag. Das sind beides Feiertage und deswegen haben wir 4 Tage frei. Ein verlängertes Wochenende. Glaubst du mir das jetzt immer noch nicht? Aha. Ist das nicht lang genug für dich? Hast du dir 8 Tage Urlaub genommen, damit du 2 Wochen am Stück frei hast? Hä, was, ne?
Gut, dann würde ich sagen, bewerte nicht vergessen und ciao. Tschüss.